Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch hier auf dem Kernel. Wir haben Mirage am Start und hoffentlich nicht direkt wieder einen, der so brutal drückt wie letztes Mal. Da haben wir ja wirklich direkt den Hack praktisch sehen können. Natürlich sage ich nicht direkt am Anfang, oh, ich bin weg. Ganz sicher, aber... bitte nicht. Ich habe jetzt heute nicht so arg viel Zeit, das heißt, ich kann jetzt nicht noch rumnudeln und im nächsten Fall in Betracht ziehen. Das heißt, er hat auf jeden Fall also Vision Assist und wahrscheinlich auch Aim Assist am Start. So wie er auf die Leute wartet, er weiß, wo sie stehen. Natürlich kann man, ja, wie wir schon immer sagen, mit einem Vision Assist bereits recht gutes Aim haben, weil man ja weiß, wo sie sind, also wo auch die Köpfe sind, und man kann somit schon mal auf Kopfhöhe zielen. Was man an sich aber eh machen sollte als guter Spieler. Naja, aber ich habe eh ein wichtiges Thema mit euch zu besprechen. Das habt ihr wahrscheinlich schon die letzten paar Tage gemerkt. Wahnsinn, wie er rumlurkt. Und zwar geht es... ich will kurz gucken, ob er jetzt auf... Ich gucke, ob er auf einen lockt. Also er hat auf jeden Fall Vision Assist. Wir sehen, er beobachtet die und kann gar nicht unterscheiden, ob die jetzt im Window sind oder dahinter. Der ist jetzt im Window. Achtung, mal gucken, ob er das jetzt rafft. Und ob er drauf fliegt oder ob er einfach nur rechtzeitig hinzoomt und eben den Headshot drückt. Weil an sich sind das ja eigentlich dann doch ganz normale Schüsse, die er eben durch den Vision Assist, also den Warlock, setzen kann. Ja, weil er weiß, wo sie stehen. Die ersten zwei, drei Diegelschüsse sahen zwar schon ziemlich krass gelockt aus. Aber so an sich kann man dann als guter Spieler, sage ich mal, was er bestimmt nicht ist, mit einem Vision Assist eine Art Aimbot hinbekommen. Weil man eben, naja, muss ich ja nicht großartig erklären. Aber es könnte trotzdem... Killen die sich gerade gegenseitig? Ist einer gegangen? Ist eben einer gestorben, direkt am Anfang? Wahnsinn. Naja, wichtiges Thema. Ihr habt gemerkt, dass es auf dem Kanal jetzt wieder viel, viel mehr Abwechslung gibt. Ne? Also, wir gehen langsam, aber sicher von... Entfernen uns von Counter-Strike. Nicht komplett, keine Sorge. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, es wird nicht verschwinden. Aber da es, wie gesagt, kein großartiges Zugpferd mehr ist, werde ich da diesbezüglich weiterziehen. Und andere Dinge probieren, testen und eben machen. Und mich möglicherweise, wenn ich was anderes finde, darauf versteifen, wenn es eben was Geschicktes gibt, was eben auch wachstumstechnisch eben reinhämmert. Und wenn sowas nicht zu finden ist oder eben gerade nichts da ist, was mir gefällt, dann hassle ich einfach Dinge raus, die mir gefallen. Und mache das, was ich euch gerne zeigen möchte. So wie jetzt vor kurzem wieder Hello Neighbor, was weitergeführt wird oder beziehungsweise zu Ende geführt wird. Und morgen gibt es auch wieder ein neues Spiel, das ich euch zeige. Ein ziemlich, also jetzt nicht zwingend ein Lieblingsspiel, aber schon eins, das bei mir sehr hoch steht in den Favoriten. Echt ein geiles Teil. Und ja, da könnt ihr reinglotzen, wird richtig edel. Ich freue mich vor allem, wenn ihr dann in diese Sachen reinschaut, weil ich da wieder viel mehr Editing reinstecke. Also auch wenn ich Matchmaking mache, werde ich wieder mehr editieren. Ich will, dass jedes Video, bis auf die Overwatches, weil die eben so sind, wie sie sind, also aus der Art heraus eines Overwatches, das guckt man sich am besten ungeschnitten an, ne? Damit ihr eben seht, was passiert, weil ich möglicherweise sonst vielleicht was wegschalte, was wichtig wäre. Da werde ich jetzt kein großartiges Editing hier reinpacken, ne? Also ich kann maximal live, während ich hocke, irgendwelche Sounds anmachen, aber dann geht die Musik aus. Aber sonst werden die Videos wieder Perlen, ja. Ich habe da, muss ich echt zugeben, nachgelassen, gerade eben als CSGO sehr gut lief, weil Counter-Strike an sich einfach schon gut war. Da mussten die Videos nicht gut sein, sondern wenn Counter-Strike im Titel stand, also Matchmaking oder Overwatch, dann liefen die Sachen gut, egal wie gut das Video dann letztendlich war. Und das hat mich über die Zeit... Es hat sich so angefühlt, dass wenn mein Content, also es hat sich für mich so angefühlt, dass wenn ich schlechter geworden wäre, also vom Content her, und das hat auch zu einem gewissen Grad gestimmt, weil ich mich eben nicht mehr so fokussiert habe darauf, dass die Videos gut werden, sondern nur noch, dass sie da sind und dass es Counter-Strike ist. Und das ging eine lange Zeit gut, weil eben, ja, YouTube funktioniert eben so, dass wenn was im Hype ist, dann musst du keine guten Videos machen, sondern du musst nur das machen, was gerade im Hype ist, und dann rennst. Counter-Strike war zwar niemals im richtigen brutalen Hype, aber Counter-Strike lief eine gewisse Zeit ganz gut. Was würdet ihr eigentlich zum Aim Assist sagen? Also dafür, dass er sonst recht kotig spielt, würde ich zu dem Vision Assist auch noch Aim Assist hinzuzählen. Naja, man muss nur was machen, was gerade gut läuft, man muss es nicht gut machen. Und ich habe mir dann immer mal wieder meine Videos angeschaut, also die Counter-Strike-Videos, und habe einfach festgestellt, dass das... Es ist schon nicht schlecht. Im Vergleich zu vielen anderen natürlich on point. Ganz klar, ja. Deutlich besser. Aber meine Sachen waren sonst immer richtig geil. Ja? Also wenn man sich diese die GTA-Sachen anguckt oder eben auf frühere Videos, das war gerade eben dieser Taser-Bug.
Der hat einen Taser-Schuss praktisch, es sah so aus, als hätte er mit dem Taser geschossen. Naja, wenn man sich die früheren Videos angeschaut hat, gerade die Random-Videos mit irgendwelchen Random-Games, die waren einfach richtig, richtig geil. Und dagegen sind die Counter-Strike-Videos, die haben dann immer mehr nachgelassen, weil ich einfach wusste, ich mache jeden Tag wieder Videos, das habe ich früher halt nicht gemacht, wenn ich die hart editiert habe, da gab es halt nur jeden zweiten Tag Videos. Und das muss ich jetzt auch so hinbekommen, dass ich trotzdem, also ich will trotzdem jeden Tag Videos bringen. Dazu komme ich gleich. Ja, damals gab es eben nicht so viele Videos und als das Counter-Strike kam, dachte ich mir, ich kann jetzt jeden Tag was rauskloppen und muss mir nicht so die Mühe geben. Es läuft ja trotzdem, ne? Auch wenn es nicht der Überhammer ist. Mit diesen täglichen Sachen, dieser täglichen Uploads, die will ich trotzdem providen. Es wird eine Mischung, geben. Aus den ultra gut editierten Videos und eben dann was für zwischendurch, also zum Beispiel Infogeschichten, ja. Ich bin so oft mit der Kamera früher rumgelaufen, warte mal ganz kurz, Ada, war nichts, ne? Griefing, also ich habe jetzt überhaupt nicht auf Bunnyhop geachtet, Griefing war auch, glaube ich, nicht viel am Start. Und ich werde ihm jetzt hier einfach noch den Aim Assist reindrücken, weil er sonst eigentlich echt ein beschissenes Aiming hatte. Und dann aber ab und an drei Headshots, duf, hintereinander. Kann auch Luck gewesen sein, aber er wird so oder so gebannt, weil er zu 100% einen Vision Assist hat. Möglicherweise senke ich jetzt hier ein bisschen meinen Overwatch-Score, aber was soll's. Ich bin mir doch mehr sicher, dass er, ne, er wird eh gebannt, so oder so. Oder wisst ihr was? Ne, da bin ich mir unsicher, lass ich weg. Er wird eh gebannt wegen dem Vision. Von daher ist es irrelevant, ob ich das nächste jetzt auch reindrücke. Der Bann wird dadurch nicht stärker, das wisst ihr ja. Der Bann wird hinten tanzt zur Musik, Alter. Der Bann geht eh raus. Habe ich jetzt alles? Insuffiziente Evidenzien, bla bla bla. Läuft, Aim Assist. Wahrscheinlich, aber ich bin mir zu unsicher dafür. So, weg mit dir, du Kacknub. Wie gesagt, es wird trotzdem täglich Uploads geben und... Alter, wir haben ja wieder droht, der Kerl. Und ich werde auch weiterhin Counter-Strike-Videos machen, keine Sorge. Aber es wird maximal zu 50% der Fall sein, dass Counter-Strike kommt. Der Rest wird anderer Content sein, ja? Alles mögliche. Gaming, Real Life, Pipapo, tanzen, mit der Drohne draußen rumfliegen, mit der Drohne in jemanden reinfliegen. Mal gucken. Ja. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch die anderen Videos anschaut, ganz klar. Ich weiß, dass ich mir mit dieser extremen Counter-Strike-Zeit, ich muss das, glaube ich, nochmal in einem Infovideo eigentlich sagen, ich sag's aber trotzdem nochmal kurz, da habe ich mir dann schon eine Community hingezogen, die... Alter, wie er abgeht! Warte mal, ich hab doch hier meins rumliegen. So, mein Freund, das mache ich jetzt nach. So, wehe, du drohst mir jetzt nochmal, mein Fräulein. Jetzt schneide ich in den Bildschirm rein, Monsieur. Ja. Alter, ist das vorne abgebrochen? Oh, ne. Ich dachte eben, das wäre vorne kaputt. Ich habe mir da Leute hingezogen, die halt da nur Counter-Strike gucken. Und für mein Vorankommen ist das nicht gut. Zumal Counter-Strike jetzt ja eben weg ist praktisch, weg vom Fenster. Es ist nicht, natürlich nicht schlimm, wenn man hier ist und nach Counter-Strike guckt, ist in Ordnung, aber ich bevorzuge, da sage ich ganz offen, die Leute, die alles gucken, die sich dafür interessieren, was ich mache auf YouTube und die gucken wollen, was ich so treibe, auch in Zukunft. Ich habe vorhin den ganzen Bildschirm vollgespuckt, wie rede ich eigentlich die ganze Zeit? Die sich eben alles anschauen, ja, weil das andere ist, also Only Counter-Strike ist einfach nicht mehr aktuell. Das war eine kurze Zeit so, obwohl eigentlich zwischendurch immer auch andere Videos kamen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach nicht mehr aktuell und ich muss gucken, dass ich weiterkomme und das eben auch ein für alle Mal für mich selbst so klar machen. Das war, ich mache dazu ein Infovideo, wo ich mit euch da so richtig drüber rede. Jetzt ist ja eigentlich zu Ende. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich natürlich auch wie immer viel für eure Daumen. Vielen Dank dafür, dass ihr die Däumchen gebt, dass ihr Kommentare schreibt. Es macht immer viel Spaß, mit euch in den Kommentaren hin und her zu schreiben und sich zu unterhalten. Und ja, er hat mich schon wieder bedroht, der Gauner. Das gibt's doch gar nicht. Letztens kam im Stream übrigens wieder der Adler rein. Auch nicht schlecht. Soweit, so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ihr wisst, wann die Streams sind. Die stehen da wieder in der Beschreibung. Haut rein. Ciao, ciao.